Die Jagd ist vorbei. Der Adler lässt sich nur ungern von seiner Beute trennen. Der Falkner darf jetzt nicht zu viel fordern. Er muss den Adler belohnen, beruhigen, ihm gut zureden. Nur so kann man die Kampfeslust des Adlers bändigen und sein Vertrauen erhalten. Der steigende Nahrungsbedarf seines Nachwuchses lässt den Steinadler auch nach großen Beutetieren Ausschau halten. Jetzt im Hochfrühling greifen die Adler auch Gämsen an. Die Steinadler jagen in erster Linie Tiere, die verletzt oder krank sind. Sie sorgen so für eine gesunde Auslese unter den Beutetieren. In früheren Jahren waren hier Kaninchen die hauptsächlichen Beutetiere. Bevor die Myxomatose die Kaninchenbestände drastisch verringerte. Diese schwere Seuche beeinträchtigte damit indirekt auch den Bestand der Stein- und der Habichtsadler sowie anderer großer Greifvögel. Die Eltern müssen allerhand unternehmen, um ihr Junges zum Verlassen des Horstes zu bewegen. Sie jagen jetzt nach großer und auffälliger Beute, die dann so abgelegt wird, dass sie der Jungadler sehen kann. Ein Anreiz, sich in die Luft hinaus zu schwingen.